Träume sind die Saat guter Taten. Das sollten wir alle beherzigen. Ein Einhand-Wettsegeln rund um die Welt. Ich habe mich schon angemeldet. Ist das dein Ernst? Was? 9 Monate allein auf einem Boot? Du bist verrückt oder betrunken? Dann trinke ich lieber schnell noch ein Bier, damit wir ausschließen können, dass ich verrückt bin. Darf ich zu bedenken geben, dass du gar kein Boot für eine solche Reise hast? Wir werden eins bauen. Haben Sie etwas derartiges schon mal gemacht? Nein, aber darum geht es. Wenn ich das schaffe, schafft es jeder, der nach Abenteuern sucht. Wenn ich darin mein Geld investiere, was investieren Sie dann? Alles andere. Ich habe mir immer eingeredet, dass wir doch nur ein Boot bauen. Ich hätte nie gedacht, du würdest irgendwann einmal damit lossegeln. Dafür sind Boote da. Versprich mir, dass du wieder nach Hause kommst. Jeder mit gesundem Menschenverstand würde über einen Rückzieher nachdenken. Lassen Sie Ihre Zweifel hier bei uns an Land. Nehmen Sie Ihre Träume mit auf See. Der einsame Seemann an Bord steht unter enormem Druck. Das Meer kennt keine Gnade. Wo sind die Führenden? 3000 Meilen voraus. Wenn ich weiter segle, stehen meine Überlebenschancen 50-50. Wenn ich umkehre, stehe ich vor dem sicheren Ruin. Ich kann nicht weitermachen und ich kann nicht zurück. Was bleibt mir also übrig? Ich bin hier. Was, wenn ich behaupte, ich wäre hier? Diese Woche hat Donald Crowhurst außergewöhnliche Geschwindigkeiten erreicht. Und was soll ich jetzt machen? Ein neuer Einhandrekord. Ich bin hier ganz allein. Ich dachte, ich wäre besser in dem Spiel. Donald Crowhurst wollte unbedingt berühmt werden. Und dafür hat er jetzt gesorgt. Wir hatten die Hände mit im Spiel. Wir haben den Mann unter Druck gesetzt. Ich werde immer bei euch sein, ganz gleich, wie weit weg ich auch bin. Morgen und an jedem weiteren Tag müssen meine Kinder auf ihren Vater verzichten. Und ich muss auf meinen Mann verzichten. Das Leben will gelebt werden. Da stellt sich die Frage, was kann man tun, um ihm Bedeutung zu verleihen?